Ja, meine Freunde da draußen, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Jawohl. So. Ja. Hier habe ich mal ein bisschen weitergebracht, so für mich alleine, ne? Weil es gibt ja diese gewissen DLCs, die ich ja auch schon alle habe. Und ich weiß nicht warum, aber es gibt da gewisse Missionen, die ab Level 58 sind, aber ich komme nicht höher als Level 55. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, aber wir sind ja hier erstmal dran, Level 20, und da machen wir jetzt weiter. Ach, waren wir mit Aya unterwegs? Okay. Die Schlagzahl! Mehr Geschwindigkeit! Okay! Rudert schneller! Achso, ich muss gedrückt halten. Stimmt ja, lol. Langsam jetzt! Und Tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, okay. Foxy, das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Ja, so sieht's aus. Und so viel wie ich gehört habe. Am Horizont, da! Und so viel wie ich gehört habe, soll es in Assassin's Creed Odyssey auch wieder die Schiffsschlachten geben. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Okay. Im Rhythmus bleiben! Seid uns Pisse! Das hat man aber aus Assassin's Creed 4 Black Flag geklaut. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methane? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie nur für uns aus... Haltet euch bereit! Was? Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Okay, okay, okay! Es geht los! Attacke! Und mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit nähern wir uns dem feindlichen Schiff! Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereithalten! Oder schneller! Oh. Immer schön. Ja, das war's dann wohl, ne? Gut zum Anschauen. Was soll ich denn anschauen? Wie es untergeht oder was? Wir werden angegriffen. Okay, dann... Wir rammen sie! Aua! Und... Jawoll! Uhuhuhu, das war nice! Im Rhythmus bleiben! Wir haben diese Balakia! Zielt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Auf Rammgeschwindigkeit! Nehmt sie aus wie Fische! Alala! Allala, allala. Das war der letzte von ihnen. Und keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es
Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Rammen und zurück schießen. Okay. Okay. Deck rudert schneller! Ja, kannst du mal wieder weggehen, Information? Oh, da sehe ich ein Schiff, ein etwas größeres. Okay. Erhöht die Schlagzahl! Ist schon richtig geil gemacht, finde ich. Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Feuerbomben! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Okay. Ach so, das ist ein Verbündeter, lol. Wir werden angereicht und feuern! Feuer! Merkel! Erhöht die stehen unter schwerem Beschuss! Wir müssen was tun! Zeigt es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Ja, komm, das schaffen wir doch! Nachladen! Feuer! Hey! Hey! Komm schon! Nicht getroffen! Aber wir treffen auch irgendwie nicht. Doch, Hammer! So muss das sein! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Aja! Ich benehme mich auch! Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre?
Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Okay. Bitte lächeln. Drücke auf F3, um ein Foto zu machen. Alles klar. War das schon die Sequenz mit Aya? Ich versuche jetzt auf jeden Fall bis Oktober, bis Assassin's Creed Odyssey rauskommt, hier komplett durchzuspielen. Also Assassin's Creed Dings. Ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf, verdammte Kacke! Die ganzen Assassin's Creed Teilen kommen doch mittlerweile durcheinander. Ja. Ach, jetzt sind wir wieder Pompeius Magnus. Okay. Hinterhalt auf See. Empfohlene Stufe 28. So, erstmal kurz einen kleinen Überblick verschaffen, wo wir genau wir jetzt gerade sind. Wir haben hier noch ein paar Ziele. Skarabäus, der ist weg. Wir haben ein paar neue Quests. Wir haben Ausrüstung. Oh, da. Pfeilhagel, okay. 15 von 15. Nehmen wir das. Nice. Nehmen wir auch. Ach so. Nee, ich wollte ja den habe ich ihn jetzt genommen, verdammt. Egal. Stufe 18, nee, da müssen wir... Ja. Nehmen wir noch das dazu. Okay. Ansonsten Fähigkeiten haben wir zwei. Können wir mal eben kurz gucken. Höchstleistung Combo. Höchstleistungs EP. Adlerangriff. Ach komm, nehmen wir mal den. Und dann haben wir noch irgendwas im Inventar. Alles klar, wunderbar. Und noch irgendwas. Wo haben wir's? Da. So, Karte. Wir sind da. Ich habe gerade eben noch eine WhatsApp gekriegt. Moment eben. So. Gut, also, wo sind wir? Was machen wir? Wir haben... Okay, wir sind hier. Wir haben... Alles klar. Nehmen wir auf Quests. Klagen... Der Arbeiter. Komm, wir sind gerade mal 100 Meter entfernt. Das machen wir mal eben. Haben wir schon gefunden. Was für ein Ding? Baba! Ipui! Ich bin hier! Was ist denn los? Mein Bein ist verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer. Okay. Und Baba? Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Hol Hilfe! Bitte! Schnell! Hilf mir! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Ned. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Alles klar.
werde ich wohl durchbrechen müssen. Guten Tag. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Oh, dann wollen wir den erstmal raustragen. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmere dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. So, dann wollen wir mal gucken, wo der andere ist. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Hier habe ich auch noch eine gesehen. Nee, hier nichts mehr. Okay. Ich höre dann irgendwas zischen. Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Okay. Ja, was ist das hier alles? Was haben wir denn hier? Das Auge des Kenwer, okay. Ja, wer sich das durchlesen will, kann ja auf Pause machen und sich es durchlesen. So, weiter geht's. Muss ich jetzt... hier ist auch noch was. Der Papyrus. Achso, alles klar. Okay. Mhm. Alles klar. So, muss ich jetzt hier raus oder muss ich hier nicht raus? Kommst du jetzt? Kommt der mir nach oder nicht? Ein bisschen verwirrend gerade. Guten Tag. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Ja, nee, pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Mögen die Götter dein Böhnchen segnen? Alles klar. Okay. So, wie geht's jetzt weiter? Was? Auch wenn der direkt hier in der Nähe ist, dann machen wir das doch. Mein Karren ist weg. Bei den Göttern. Was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück.
Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll. Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Ist klar. Samu! So, treues Ross, kommst du bei mich bei? Okay. Kuckuck! Ich hab das Ziel in Sicht. Den konnte ich mir gerade nicht verkneifen, ne? Wow. Lächerlich! Ihr seid lächerlich. So, wo haben wir denn? Okay, da. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Noch ein Opfer für die Herren der Furcht! Vergießt das Blut des Fremden! Für die Göttin des Gemetzels! Ernsthaft! Ernsthaft! Gute Nachrichten! Ich löse deine Probleme nicht umdrehen! Ist es eigentlich schwer, für einen Meister-Idiot zu werden? Ich frag mich, wo gegrillter Adler schmeckt! Ey! So haben wir aber nicht gewettet, ne, Kollege? Lass mich in Ruhe! Ach du Scheiße, noch einer! Das ist schon mal weg. Ey, so haben wir aber nicht gewettet, Kollege, ne? Wow. Wo ist der hin? Alter! Das war gerade echt haarscharf. Aber wieso glaube ich, dass das noch nicht zu Ende ist? Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Bist du denn so am... So, dein Kutscher ist auch wieder da. Hier, hier.
Hayek. Du hast Khufu und Kiera gefunden. Ja. Da kann ich ja heute vor Freude weinen. Ja. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Gut. Du solltest mit Ramesu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Nun gut. Dann werden wir mal mit diesen Ramesu sprechen. Mal gucken, was der zu sagen hat. Willkommen, Freund. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Gut. Na. Okay, und noch einmal. Perfekt. Komm, Hank. Bist du bereit zu arbeiten, um dich zu befreien? Mach mit und verdiene dir ein Haus als Belohnung. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesu sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja, ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Okay. So, wo haben wir sie denn? Da. Lesen. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Ja. Okay. So, morgen muss ich auch schon wieder arbeiten. Vielleicht sogar heute schon. Wer weiß. So. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Okay. Na, ja, da sollte ich jetzt eigentlich nicht rein, aber okay. Achso, ich muss jetzt mal in das Haus. Mehr von der Botschaft. Okay, was auch immer das hier gerade bringt, ich habe keine Ahnung. Aber wir machen es einfach mal. Kuckuck. Bist du neu hier? Auf der Durchreise, aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Ich werde dir Bescheid sagen. So, da oben. Hm.
Hallöchen. Noch ein Teil der Botschaft. Ja. Die vollständige Botschaft. Ist es eine prophetische Vision? Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwen. Okay. Wo ist dieser Tempel? Ja, das ist eine gute Frage. Erkundungsgebiet. Wo soll das sein? Erkunde die Todesumgebung. Oh, Moment, da war was. Das war doch gerade eben noch über 300 Meter. Erkundungsgebiet. Wacht von den zwei Löwen. Seht ihr irgendwo Löwen? Ich lauf da hinten mal hin. Da sind sie das nicht? Doch. Da ist einer. Hey, was? Und da. Weg abschneiden! Hey. Nicht herkommen soll. Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Hey! Ich vergesse nie ein Gewicht. Lass mich dich leiden! Oh, schon wieder so ein weißer Löwe! Ich wollte eigentlich... Dich zu töten wird meine erste gute Tat heute. Und dich zu töten wird meine... Ich weiß nicht, wie viel zu gute Tat heute. Das nächste Gesicht, das du siehst, wird berühmt. Alter. Jo. Also diese Tiger, diese weißen. Okay, wo war es jetzt genau? Was wolltest du sagen, Bayek? Da unten. Denkt man, dass ich hier rein muss. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Ja. Nice. Diese Männer, sie waren Wop-Priester. Wurden sie getötet? Was für Dinger? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Okay. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Und dann haben wir hier noch was? Ein Gebet. Ja. Ihr könnt es ja wieder auf Pause machen und durchlesen. Ups. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Okay,
Und hier ist noch was. Gibt's hier auch noch was? Nein. Na, dann können wir auch wieder raus. Okay, haben wir das Rätsel auch gelöst. Ach, was sind wir heute wieder schnell unterwegs. Wow. Ah, Bayek. Ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebefer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ah, ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebefer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Okay. Kurz vor Level 21. Sehr schön. Okay. Wie schaut's aus? Ausrüstung. Da haben wir zwei neue Gegenstände. Einmal da und einmal da. Okay, online. Im Inventar haben wir auch noch was. Okay, sehr schön. Oh, ich vergesse immer die Quests. So, 16. Wir sind ja 20. Okay, Karte. Karte da. Oh, direkt. Direkt da, sehr schön. Kann hier eine Schnellreise hin machen. Aber ich glaube, danach werde ich auch die Aufnahme schon wieder abbrechen, denn ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Gebt den Weg frei! Gebt den Weg frei! So, wo was? Bogenschützen getötet? Hä? Nie. Töte Sephirs Bogenschützen. Tagelöhner, Unternehmer, Wanderer, sucht nicht hier nach Trost. Macht euch auf den Weg in das sagenumwobene. Schauen wir doch mal, wo wir Bogenschützen haben. Ist. Kann mir nicht gerade helfen. Wo haben wir denn die Bogenschützen? Bogenschützen sind doch meistens auf Dächern, oder? Also von da aus... den besten Überblick haben. Oder sehe ich das falsch? Das können wir uns auch schon mal abholen hier. Der Magi ist zurückgekehrt. Braucht er mehr für seine Garderobe? Ja, Moment. Ich bin neugierig, Reda. Wo sind deine Eltern? Das ist eine lange Geschichte, Senny. Ein Philakitai in Alexandria hat sie beim Stehlen erwischt und in einem Bronzebullen gekocht. Ja, lecker. Bei Anubis. Das tut mir sehr leid. Das muss es nicht. Die Götter haben mir meine Familie genommen, aber dafür ein Kamel gegeben. Amun, ein tolles Ross. Ich wandere durch die Wüste und kann den Sonnenuntergang sehen, wann ich möchte. Das ist meine Freiheit. Verstehe. Du bist, wie immer, sehr weise für dein Alter. Osiris erhört die Klagen der Schwermütigen nicht. Willst du was kaufen oder verkaufen, Senny? Die Zukunft ist golden. Okay. Ich dachte, da könnte man sich die Mission abholen. Aber wo sind die Bogen? Da ist einer.
bleib stehen! Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. So, damit haben wir drei. Ich hab das Ziel in Sicht. So. Okay, da hinten haben wir auch noch zwei. Was? Du kannst nicht fliehen! Friss das, du Ratte! Bin in Reichweite! Alter, hast du ein Schwein? Willst du mich verarschen? Wo kommst du her? Wegsack! So viel zu Cephetus' Augen. Was bist du denn für einer? Ey, hör auf mich zu stiefeln, Kollege! Du Drecksack! Alles klar, das sieht nicht gerade gesund aus. Obwohl, da sieht er eigentlich, liegt er eigentlich recht entspannt, ne? Da liegt er echt sehr entspannt. So, ich glaube, wir können uns da doch was abholen. Diebe, Magi. Sie sind überall. Ja. Die reinste Seuche. Ja. Ein Anführer dieser Diebe hat mich bestohlen. Nein. Ich bat ihn, es zu lassen. Er hörte nicht. Also, warum besuchst du ihn nicht mal? Er trägt etwas bei sich, für das sich der Besuch sicher lohnen wird. Okay. Das wäre dann da hinten. Okay. Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Ich wollte eigentlich jetzt gerade die Aufnahme abgebrochen haben, aber komm, das nehmen wir noch eben mit. Das nehmen wir noch eben mit. Ja, also von Battlefield 5, der Open Beta, bin ich im Moment noch nicht so wirklich angetan. Ich weiß nicht, also das ist zu schnell. Also ein viel zu schnelles Gameplay für mich. Ein Schuss und man hat die Hälfte oder drei Viertel seines Lebens weg. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, I know. Das war's. Stirb! Oh, da haben wir ihn doch schon. Was? Hey, was? Guten Tag, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfters. Oh oh. Der Adler hat die Tollwutsau. Ich ruf die Truppen. Was? Mich brennt dich Ärger. Okay. Jetzt wird's gerade kritisch. Hey, ich hab das Ziel in Sicht. Hey! Heiß gebadet? Weg damit! Ich könnte mal wieder ein bisschen Munition gebrauchen! Hilf mir mal hier drüben! Aua, 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 aua! Oh oh, ja, nee, ist klar.
Ist klar, Kollege, ist klar. Diese dreckigen. Okay. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Helft mir mal hier drüben! Ey! Ich schlitze dich auf! Der Arme hat den Verstand verloren! Was? Alter! Ich sammle die Truppe! Du hättest nicht herkommen sollen! Ich bring dich um! Okay, und gute Nacht! Ich bin gleich wieder tot. Meine Fresse, ey. Ja, nee, ist klar. Ist klar, Kollegen. Ist klar, ist klar. Gut. Folgendes wie folgt. Achso, ich muss da ja gar nicht hin. Ich muss ja hier hin. Lol. Aber egal. Das war haben, das haben wir, oder? Freunde? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Erstmal kurz Falle legen. Zack. Ach, da liegt ja gerade einer. Und tschüss. Ich bin da mal weg, ne? Ich glaube, das wird wieder eine viel zu lange Aufnahme. Und außerdem wird es jetzt gerade dunkel, ich kann kaum was sehen. Nee, ich wollte immer kurz gucken, habe ich die überhaupt schon? Ja, die habe ich schon, die Festung. Also brauche ich nur den Dieb zu töten, alles klar. Hey, was? Ihm nach! Ich bring dich um! Ich ruf die Truppen! Dankeschön. Das war's schon. Mehr wollte ich gar nicht. Nice. So, jetzt will ich erstmal hier weggehen. Pferd. Ein bisschen verbuggt gerade, oder? Ach, da bist du ja. Jetzt muss ich ja auch noch hinterherlaufen. Solltest du mir nicht eigentlich hin... Egal. So, Freunde. Aber ich beende jetzt erstmal die Aufnahme und ja... Mal gucken, wie viel ich heute noch schaffe. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwoch Vormittag und ja,
Bis bald. Tschüss.